Guten Tag. Da seid ihr ja schon wieder. Schön. Das hier habe ich auf dem Kanal von Arne vom Kreis 32 gefunden. Das ist so ein... Ich weiß nicht genau, wie er es nennt. Oh. Das ist so ein Winkel oder so ein Dreieck, was man in Ecken spannen kann, wo man die dann richtig schön ausrichten kann, 90 Grad Winkel. Und das wollte ich mir gerne mal nachbauen, allerdings hat er das, glaube ich, aus Aluminium gefräst und das ist ein No-Go für mich. Aber ich erinnere mich an meine Bandsäge bzw. an den Rahmen derselben und die hat der Matthias Wandel ja damals zusammen laminiert. Und vielleicht kann ich mal sowas probieren. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich will es mal versuchen. So, ich habe hier solche Streifen. Das ist von einer alten Lamellentür, sowas hier in der Art. Und die würde ich dafür einfach mal nehmen. Muss ich noch ein bisschen sägen und dann probiere ich das einfach mal. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dabei. Es geht sofort los. So, also vom Arne das Dreieck, das ist 19,5 cm. Und es ist ganz schön viel. Ich könnte es hier sogar noch größer bauen, aber mal sehen. Also was ich eigentlich machen will, ist das so hinzulegen und dann hier noch eins rein, aber eben innen rein, ne, so mit und dann soll das hier überlappen, da und dann da und dann hier. Und so weiter und so weiter. So ungefähr stelle ich mir das vor. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich brauche jedenfalls so ein Ding, was mal ordentlich Druck auf so eine größere Fläche ausüben kann. Und nicht nur eins, sondern vielleicht auch zwei. Erstmal sägen. Ich säge den ganzen Kram jetzt erstmal hier. Ich denke mal, auf 2,5 kann ich gehen. Das ist auch eine gute Stärke für das ganze Ding. Dann werde ich mir das mal schnell einstellen. Trashig. Und weiter geht's. So, was würde ich jetzt damit machen? Wahrscheinlich wegschmeißen. Ich hebe sie mir auf. Das sind prima Umrührstäbe für Farben und Lacke. So, nochmal kurz schleifen. Und dann können wir hier schon mal anfangen, irgendwas zurechtzulegen. Ich habe das jetzt mal sozusagen schon mal fertig geschnitten. Da muss natürlich auch noch was hin und da auch. Und muss auch mal abgeschnitten werden und dann haben wir das Dreieck. Nur erstmal das Dreieck. Das ist noch lange nicht das mit dem ganzen Kram, was drunter ist. Aber das reicht ja vielleicht schon. Wobei ich die ganzen Sachen noch nicht ganz verstanden habe, wozu die da sein sollen. Eigentlich brauche ich ja nur das und das. Also das. Damit wird es dann angespannt. Das könnte ich noch machen. Das habe ich ja auch. Wobei ich dann allerdings hier ein Dreieck reinmachen würde, dass man das wirklich gegen eine flache Seite spannen kann. Bei mir geht es ja um Schraubzwingen bzw. um diese hier. Also würde ich sagen, ich konzentriere mich einfach mal auf die Schraubzwingen, die ich habe und dann geht das los. Das sind jetzt die Teile, die ich brauche und die kann ich jetzt einfach mehrfach aufmalen und ich denke mal, dass ich pro Zwinge 4 Stück übereinander leime und dann bin ich gespannt, ob das wirklich so eine Festigkeit gibt, wie ich mir das vorstelle. Okay, soweit sind wir schon mal. Ich glaube, das lasse ich so. Ich werde erstmal ein paar davon sägen und dann bleiben wir es mal zusammen und gucken mal im Endeffekt, was bei rumkommt. Noch ein Stück. So. So muss ich es jetzt erstmal ein bisschen, wenigstens ein bisschen antrocknen lassen. Prüfen? Nö, okay. So, 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 so. Wir haben jetzt etwas über ein halbes Stündchen. Das ist jetzt auch schon relativ fest. Dann machen wir das alles mal ab. Kratzen die Überstände ab. Wenn die drunter bleiben, dann passt es nicht. Und dann geht's lustig weiter.
Ja, das Ding muss natürlich auch noch ab. Sehr witzig. So. Schick wie verrückt. So. Schön, schön. Das ist schon mal ein schönes Dreieck. Ach ja. Kann ich ja gleich mal gucken, was da behaupten. Ist jetzt nicht so schlecht, wenn es noch ein bisschen geschliffen wird. Ja, passt. Okay. So. Sehr witzig. So nicht, Freunde. So nicht. So, sehr schön. Jetzt fehlt mir natürlich noch so das ein oder andere Stück. Das haben wir jetzt, aber hier fehlt noch im Prinzip das Parallelteil. Also das soll ja dann so parallel gespannt werden. Also muss hier noch ein Dreieck rein. Und das andere ist eigentlich schon soweit okay. Was jetzt noch nicht da ist, ist diese Spannung. So, diese lange Spannung. Aber ich denke, die kann ich auch hier drauf bringen. Also stabil ist das Teil jetzt erstmal. Und dann einfach da rein. So. Das sollte damit jetzt wieder halten. So. Jetzt brauchen wir noch so eine. Und wenn das dann getrocknet ist, so 2 Stunden, dann wird es nochmal geschliffen. So. Ich würde sagen, gefällt mir. So würde ich erstmal sagen, geht. Jetzt probiere ich es mal. So. Jetzt bin ich gespannt. Das ist natürlich jetzt nur eins, müssten eigentlich mindestens 2 sein. Ja, das tut jetzt genau das, was es tun soll. Es hält mir die Winkel hier zusammen. Ich weiß zwar nicht, wozu es sonst gedacht ist, aber naja, so geht's das. Es sind zwar keine aluminiumgefrästen Winkel, aber für meine Verhältnisse bzw. für das, was ich hier leisten kann, sind sie eigentlich ganz in Ordnung, weil ich habe dann doch noch einen zusätzlich gebaut und ich habe sie probiert und ich bin zufrieden damit. Ihr habt es ja selber gesehen. Ich muss es dem Arne ja nicht verraten, also pssst, nicht weiter sagen. Der kriegt es eh nicht mit.
Okay, also wenn euch das Video gefallen hat, so kurz vor Weihnachten, das ist eigentlich das letzte vor Weihnachten. Allerdings gibt es zwischen Weihnachten und Neujahr und Silvester gibt es noch eins am Donnerstag. Und dann halt geht es im neuen Jahr dann wieder fröhlich flott weiter. Wenn euch das gefallen hat, dann... Und, ach ja, ihr wisst schon. Kommentieren und wiederkommen, klar. Ich freue mich drauf. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Schöne Geschenke, viele Geschenke, schöne Geschenke. Bleibt gesund. Und wir sehen uns bald wieder. Beim nächsten Mal, würde ich sagen. Macht's gut. Viele Grüße. Euer Bastelbär.